Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video. Und zwar nehmen wir heute das Borussia Dortmund Teamset 2021-22 auseinander. Ich möchte da so einiges ziehen. Als Dortmund-Fan natürlich klar, in jedem Zehnten mit einer originalen Unterschrift. Das wäre heftig. Alles andere würde ich mich auch freuen. 30 von insgesamt 50 Karten. Ich guck mal, was wir so ziehen. Vielleicht wird das nicht die erste sein, die wir ziehen. Und auch nicht die letzte. Weil, ja, als Dortmunder Jung möchte ich ja auch geile Karten. Also so ein schönes Autogramm. Da sehe ich mich. Oder eine geile Numbered. Wir gucken mal. In den Videos, die ich gesehen habe, war das immer irgendwie eins von den ersten. Deswegen mischen wir mal ein bisschen durcheinander. Gucken mal, was wir kriegen. Leer. Ja, also ich finde auch... schön. Die Haptik von dieser Box. Ich liebe es. Ich liebe es. Dortmund, Dortmunder Jungen. So, wir fangen an. Erstes Booster. Ja. Also, wie gesagt, eine geile Number oder ein Autogramm wäre auch ultra heftig. Wir schauen mal, was wir so kriegen. Und ja, ich freue mich. Und da haben wir schon Pokalsieger 2020-21, Mats Hummels. Den Rainer Mittelfeld, Borussia Dortmund. Ansgar Knauf, der Jute. Marius Wolf. Und Flügelzange haben wir Meunier und Guerreiro. Schöne Karten. Also wie gesagt, ich werde auch alle behalten, die ich doppelt habe, werde ich natürlich tauschen. Mal schauen. Legende Lars Ricken. Auch der gute Daniel Malen. Tigges. Marco Rose, der gute Trainer. Und dahinter noch Roman Weidenfeller, Abschied vor der Südtribüne. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ach ja, da haben wir schon gute Zeiten durchgemacht. Guter Kumpel von mir ist Manuel Akanji, DFB-Pokalsieger 2020-21. Schöne Karte, gefällt mir. Ein guter Kumpel von mir ist Gregor Kobel. Ist Schalker. Klingt jetzt komisch, ist mir auch egal, was ihr dazu sagt. Aber Thomas Meunier und dahinter haben wir noch Spielgestalter Bellingham und Dahoud. Das ist auch eine schöne Karte. Und ich war mal mit ihm im Stadion. Und selbst er hat gesagt, unsere Wand ist einfach die beste. Er gesagt, als Schalker. Nochmal Pokalsieger Marco Reus. Also diese Pokalsiegerkarten habe ich dann auch fast schon alle bald. Guerreiro nochmal. Akanji. Oh, was haben wir da? Ich sehe schon. Marco Reus. Das war eine Numbered. DFB-Pokalsieger 2020-21. 41 zu 50. Und schick. 41 zu 50, also im Endeffekt diese Karte nur in schön. Jetzt muss ich noch mal kurz, bin gleich wieder da. So, ich musste mal gerade den Sleeve holen und einen Topholder. Also eine zu 50er Marco Reus DFB Pokalsieger. Schön. Die schmeckt. Und wir hatten noch Rosicki mit dem 4:2 in Hamburg 2006. Kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Also eine zu 50. Marco Reus, DFB-Pokalsieger, ist okay. Nehmen wir mit. Bevor ich gar nichts mehr ziehe. 50er, ist okay. Autogramm halt nicht. Legende Riedle. Erling Haaland natürlich. Gut, dass ich den auch nochmal gezogen habe. Und nochmal Erling Haaland. Mokoko auch nochmal gezogen und
Dahinter nochmal Champions League Sieger 1997. Letztes Pack. Wir gucken mal, was wir ziehen. Ich hoffe, noch was Geiles vielleicht. Was muss ich noch eine aufmachen? Thomas Rosicki, Borussia Dortmund, eine Legende. Bowser, Hummels, Zagadou und Jan Koller als Torwart, Leute. Oh Mann, ich sag ja, wir haben geile Sachen mitgemacht. Also, nur eine zu 50er Karte. Das ist okay. DFB-Pokalsieger. Eine zu 50, bin ich vollkommen zufrieden. Erstmal. DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig war Marco Reus der entscheidende Faktor und machte vielleicht eines der besten Spiele seiner Karriere. Beim hochverdienten 4:1-Sieg war der deutsche Nationalspieler an allen vier Toren beteiligt. Als Kapitän des Teams schritt Marco Reus nach dem Spiel zur Siegerehrung, holte sich die Medaille, küsste den Pokal und stemmte die Trophäe anschließend stolz in den Berliner Abendhimmel. Ja, schon geil. Bin ich zufrieden. Ist okay. Hab ein paar gute Karten, aber ich sag's wie es ist, Leute. Das bedeutet, davon mache ich nochmal eins auf. Es ist, wie es ist, Leute. Da muss ich nochmal eins von aufmachen. Weil das reicht mir nicht. Ich meine, klar, da werde ich natürlich welche doppelt haben. Ein paar Borussia-Legenden. Haaland. Ach, schön. Sind aber auch so schöne Karten, ne? Also kann man sagen, was man will. Mal gucken, ob ich da noch vielleicht den einen oder anderen ein oder anderen noch ziehen könnte, wenn ich dann. Ja, ich hole mir noch so ein Set, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Ich werde mir noch so ein Set holen. Also, das war jetzt erstmal das Opening von dem ersten Teamset von Borussia Dortmund. Ich denke mal, ich hole mir noch eins und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, liken, abonnieren, kommentieren. Guckt auf TikTok rein, da habe ich mein erstes Autogramm gezogen. Guckt mal rein. Und wobei ihr seht es auch hier in meiner bei den Shorts bei YouTube. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ja, abschalten.